Das elektrische Universum, oft auch als Plasmaversum bezeichnet, ist ein Universum, in dem die Vorgänge im Kosmos nicht von der Gravitation bestimmt, sondern von der elektromagnetischen Kraft. Sterne beispielsweise sollen durch Elektrizität betrieben werden. Das Bild des Kosmos, das wir seit Jahrhunderten haben, wird also komplett auf den Kopf gestellt. Was steckt wirklich hinter dieser Hypothese und welche Pro- und Kontra-Argumente gibt es bezüglich eines Plasmaversums? Und ist tatsächlich unser Wissen zur gesamten Naturwissenschaft falsch? Ihr habt vielleicht schon eine Ahnung. Das alles und noch viel mehr jetzt in Klicks und Science und Fiction. Herzlich willkommen. Ein Themenvorschlag über die Messenger, WhatsApp und so weiter. Vielen Dank dafür, wie ihr da dabei sein könnt und Themen vorschlagen könnt und vor allem die unzuverlässige Abo-Box von YouTube überlistet. Das erfahrt ihr am Ende des Videos. Das eine Modell zum elektrischen Universum oder zur Plasmakosmologie gibt es nicht wirklich. Stattdessen gibt es unzählige Filme, Bücher und Behauptungen dazu, die sich in den Einzelheiten allerdings stark unterscheiden. Auch wo genau der Ursprung dieser Idee zum Universum liegt, ist ungewiss. 1883 jedenfalls wurde ein Aufsatz zum Thema in Neuseeland von einem Autoren mit dem Pseudonym Torpedo verfasst. Ich sage explizit Aufsatz, denn hierbei handelt es sich keinesfalls um irgendeine wissenschaftliche Arbeit. Demnach ist die Elektrizität für alles im Universum verantwortlich. Erst durch elektrische Vorgänge können die Sterne leuchten und sie die Planeten bewegen. Auch weitere Arbeiten zum elektrischen Universum, auf die sich ihre Anhänger berufen, stammen nicht von Astronomen oder Astronominnen, Physikern oder Physikerinnen. Das ganze Netz ist voll von Seiten, auf denen verschiedene Thesen zum Thema aufgestellt werden. Einig sind sich die Anhänger und Anhängerinnen aber zumindest in den folgenden Punkten. A. Im elektrischen Universum gibt es keinen Urknall, stattdessen wird behauptet, dass das Universum viel kleiner sei als angenommen und zudem statisch. B. Auch die Sterne werden durch Elektrizität angetrieben. Der Hypothese des elektrischen Universums zufolge sind Sterne elektrische Transformatoren. Zudem gebären sie elektrisch andere Sterne und Gasplaneten. So entstehen auch erdähnliche Planeten und Monde und zwar durch einen elektrischen Ausstoß aus Gasgiganten. Planeten nehmen Umlaufbahnen an, die der geringsten elektrischen Beeinflussung entsprechen. Ja, C. Das Universum expandiert nicht und Galaxien bestehen aus Elektrizität. Die Krater auf Himmelskörpern sind Spuren elektrischer Entladung. D. Die großen Gaswolken und Supernova-Reste sind Plasmaströme im Universum. Ihr merkt also, was die moderne Astronomie seit Jahrzehnten annimmt, ist nach den Vorstellungen der Anhänger des elektrischen Universums falsch. Demnach ist einfach alles Elektrizität. Forschungsteams weltweit jedenfalls sehen das alles als eine große Verschwörungstheorie, gemischt mit ein bisschen Pseudowissenschaft. Und darüber haben wir in anderen Videos von Klicks und Science and Fiction ja zur Genüge berichtet. Verschwörungstheorien sind so abstrus, dass es schwerfällt, angemessen darauf zu reagieren. Quasi so, als wenn euch jemand erzählen würde, das Gras ist nicht grün, sondern lila. Was soll man anfangen mit solchen Argumenten? Doch fest steht, die Theorie des elektrischen Universums widerlegt komplett unser Wissen und die Forschung zu den gravitativen Wechselwirkungen. Und sind wir mal ehrlich, damit lassen sich alle Phänomene auf der Erde erklären, die mit Schwerkraft zu tun haben. Auch die Bewegungen der Himmelskörper, die lässt sich damit vorhersagen und sogar neue Planeten lassen sich mit diesem Wissen, ich sag nur Planet 10, X oder 9 oder wie wir ihn auch immer nennen wollen. Damit konnten wir 2006 eine Raumsonde in Richtung eines leeren Punktes schicken, weil wir berechnen konnten, dass sie dort 10 Jahre später auf Pluto treffen wird. Natürlich kann es sein, dass wir die Gravitation noch nicht zu 100% verstanden und beschrieben haben, aber natürlich lässt das nicht den Umkehrschluss zu, dass alles dazu falsch ist. Dazu kommt, die Theorie des elektrischen Universums beschreibt den Kosmos nicht mal annähernd so gut. Es gibt keine mathematische Formel, mit der man beispielsweise die Bewegung der Planeten so gut vorhersagen kann wie mit unserem Wissen zur Gravitation. Und das wurde jahrzehntelang durch unterschiedliche Beobachtungen und Methoden bestätigt und herausgefunden. Viele Anhänger und Anhängerinnen sind der Ansicht, dass sich seriöse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler extra unsinnige Theorien zum Universum ausdenken, um die angeblichen Fakten zum elektrischen Universum zu unterdrücken. Ein Beispiel: in einem Aufsatz heißt es, dass Sonnenflecken kühler sind als ihre Umgebung. Doch dies würde von der modernen Astronomie geleugnet. Stattdessen hätten Sonnenflecken etwas mit Elektrizität zu tun, deswegen sei auch die Sonne elektrisch. Wir alle wissen aber, dass moderne Forschungsteams sehr wohl Beobachtungen und Messungen dazu machen. Und natürlich ignorieren sie die kühleren Temperaturen der Sonnenflecken nicht, genauso wenig wie sie magnetische und elektrische Felder in ihren Erklärungen auch nicht ignorieren. Ja, doch nur weil dieser Teil eine Theorie ist, heißt es noch lange nicht, dass alles elektromagnetisch ist.
Eines mussten dann den Anhängern des elektrischen Universums lassen, ihre Hypothesen sind simpel und genau das wird auch der Grund sein, weswegen ihre Anhänger lieber an sie als an komplizierte wissenschaftliche Erklärungen glauben. Aber mal ganz ehrlich, wie sollten sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so komplexe Theorien mit mathematischen riesigen Konstruktionen ausdenken können, wenn sie keinen realen Hintergrund hätten? Tja. Wenn ihr kein Video zu Bullshit-Theorien und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp und den anderen Messengern. Nur dann verpasst ihr kein Video, denn die Abo-Box auf YouTube, das wisst ihr ja, die ist immer ziemlich lückenhaft. Über die Messenger erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video. Ihr kriegt also vorher eine Nachricht, täglich garantiert, einfach hier draufklicken. Und zur Begrüßung habe ich ein kleines Goodie für euch und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks zum Social Media abonnieren. Das geht auch hier. Da fährt ihr das Neueste aus der Social Media Welt, aktuell die Anhörung von Mark Zuckerberg vor dem Europäischen Parlament. Aber nicht die Glocke, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Kopf einschalten bei Verschwörungstheorien. Das kann ich nur wärmstens empfehlen. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.